Du musst dann 3 Kilometer bis zur Ladesäule laufen und dann sind die Ladesäulen blockiert. Und was ist, wenn ich mal spontan irgendwo hinfahren möchte? Und so. Viele interessieren sich für ein Elektrofahrzeug. Doch oft hört man, das kann man nur machen, wenn man auch eine eigene Lademöglichkeit hat. Was ist mit den ganzen Mietern in der Stadt? Ich fahre nun seit 3 Jahren rein elektrisch und habe keine eigene Lademöglichkeit. Ich bin Mieter im 4. Stock und nehme euch jetzt mit eine Woche in den Alltag eines Laternenparkers und Laders. Ich wünsche euch viel Spaß. Da steht er. Und ich habe keine eigene Lademöglichkeit. Ja, ich habe hier einen Hof, wo alle Mieter parken können. Das heißt, alle Mieter, die Parkplätze reichen nicht aus für alle Mieter. Also es kommt auch gut und gerne mal vor, dass man keinen Parkplatz hier hinten findet. So ist das halt, wenn die Straße hier Busspur ist und man halt hier bis um 7 weg muss. Und es ist auch immer fließend, also es gibt keine fest zugewiesenen Parkplätze. Deshalb habe ich mir hier hinten keine Lademöglichkeit installieren lassen. Und ich wollte schauen vor 3 Jahren, das muss doch auch irgendwie rein mit öffentlicher Ladeinfrastruktur gehen. Und 96.000 Kilometer später will ich euch jetzt einfach mal zeigen, weil ich es immer wieder höre, wie ist denn dein Alltag? Wie machst du das denn? Das kann doch nicht sein. Du musst dann 3 Kilometer bis zur Ladesäule laufen und nach 3 Stunden musst du das Auto abstöpseln. Dann musst du wieder 3 Kilometer bis zur Ladesäule laufen. Und dann sind die Ladesäulen blockiert oder dann sind sie voll mit anderen E-Autos und da kannst du nicht laden. Und was ist, wenn ich mal spontan irgendwo hinfahren möchte und so? Und ich glaube, mein Alltag ist ganz gut prädestiniert dafür, denn wie gesagt, keine eigene Lademöglichkeit, relativ hohe Laufleistung. Meine Familie wohnt außerhalb von Berlin, das heißt also, ich fahre mindestens so 30, 40 Kilometer bis zu meinen Familienangehörigen. Da ist dann auch Ladeinfrastruktur echt, nicht so geil. Und ich nehme euch einfach mal mit, eine Woche lang, wie bewältige ich meinen Alltag. Es ist Montagmorgen, 6.35 Uhr. Es ist echt nicht so meine Zeit, ne? Aber so ist es halt, wenn die Straße hier Busspur ist und man halt hier bis um 7 weg muss. Meine Startreichweite sind 68 Kilometer. Ich habe Tripzähler alles zurückgesetzt. Und hier nochmal die aktuelle Uhrzeit. Montagmorgen. Ja, kann man das so sehen. So. Na gut, dann geht's los, würde ich sagen. Ich muss jetzt sowieso zum Supermarkt einkaufen, auch für meinen Vater. Da muss ich noch raus nach Brandenburg. Das heißt, heute wird ein bisschen Strecke gemacht und da muss ich sowieso laden. Und deshalb habe ich mir gestern auf dem Sonntag gar keine Gedanken gemacht und habe mich hier einfach vor der Tür sozusagen geparkt. Punkt 7 angekommen beim Supermarkt und ich zeig's mal. Da sieht man's. So, hab noch 55 Kilometer Rest, bin aber nur 5,7 Kilometer gefahren mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 22 km/h. 17 Minuten habe ich dafür gebraucht, habe ein bisschen noch getrödelt, bevor ich losgefahren bin. Das ist jetzt natürlich nicht ganz repräsentativ, ne, weil ich ja für 5,7 Kilometer weitaus mehr, aber ihr hört die Lüftung im Hintergrund, der Wagen heizt jetzt gerade immer noch hoch. Auf 22 Grad. Also es ist hier schon gut warm, aber natürlich, der muss natürlich erstmal heizen und deshalb gehen da jetzt gerade verhältnismäßig viele Kilometer ab. Aber das ist ja auch egal, weil da ist die Ladesäule und an die stöpsel ich mich jetzt an. Dann gehe ich ganz gemütlich einkaufen und ja, dann machen wir weiter. So, der Wagen lädt jetzt ganz in Ruhe auf. Denke mal, er wird so eine halbe Stunde brauchen, also so lange, wie ich ungefähr einkaufe. Dann ist er auch fertig. Mein Wagen lädt eh nur bis 94% an CCS, dann hört er automatisch auf. Dann nehme ich mal meinen Mantel raus und gehe mal rein, würde ich sagen. Stand jetzt 33%, ne? Ah, er sagt 17 Minuten, das ist aber bis 80%, was die Ladesäule mir ansagt und ich mal gucken, wie lange ich brauche.
So, Ladevorgang ist fertig. Ich bin fertig mit Einkaufen. Auto hat dann jetzt 94%. Und ich musste keine Minute eigentlich warten. Sondern mich hat es jetzt effektiv vielleicht 10 Sekunden gekostet an Abstecken. 171 Kilometer. Ihr seht hier, Auto wurde nicht bewegt. Und 94%. Aber das ist normal, dass er bei 94, also bei dem Modell, dass er bei 94% aufhört. Gut. Ab jetzt raus nach Brandenburg zur Family. Kurz zu dem Auto. Ist ein Hyundai Ioniq 4-Facelift. Mittlerweile wird er auch Hyundai Ioniq Classic genannt. Hat eine 28 Kilowattstunden Batterie. Ist Baujahr 2017. Und ja, verfügt im Sommer bei meiner Fahrweise über eine realistische Reichweite von 220 Kilometern. Jetzt so im Winter 185 Kilometer. Sieht man ja auch, ich habe jetzt 94%, ihr habt 170 Kilometer, zeigt er mir an. So, und nur damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, wo ich jetzt hier eigentlich oder was ich für eine Strecke fahre. Ich fahre jetzt gerade von Berlin-Tiergarten über Mitte, wo ich jetzt gerade war. Und jetzt fahre ich über die B1 raus Richtung Neuenhagen, Schöneiche, Rüdersdorf. Nur damit man mal ein Gefühl bekommt dafür, was es eigentlich für eine Strecke ist, die ich da gerade fahre. Denn ich habe immer wieder festgestellt, das ist nicht mal böse gemeint, sondern viele Leute, die sich nicht vorstellen können, elektrisch zu fahren, eben weil die Fahrzeuge ungewohnt wenig Reichweite haben. Also heißt das ungewohnt wenig Reichweite? Naja, die meisten Autos, die haben dann halt tatsächlich, wenn ich sie anschmeiße und volltanke, zeigen sie mir 600, 800 oder 1000 Kilometer Reichweite an. Nur, wie oft brauche ich das denn tatsächlich und was sind das eigentlich für Strecken, die ich jeden Tag fahre? Und auch ich war zu Beginn selber überrascht, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich dann mal wirklich meine Kilometer sozusagen gezählt und habe festgestellt, dass solche relativ langen Strecken, die ich hier zu meiner Familie eben rausfahre, doch gar nicht so weit, also kilometertechnisch gar nicht so weit sind. Aber es geht halt hier eben Stop and Go, es geht über die Bundesstraße, es geht über die durch die Stadt durch und das braucht halt Zeit, ne? Und dadurch kommt einem die Strecke so elendig lang vor. So, da vorne wäre die nächste Ladesäule hier an der Tanke, brauche ich aber nicht. Ich habe jetzt 33,4 Kilometer hinter mir. Insgesamt eine Stunde Fahrzeit, also mit dem, was davor war, insgesamt ein Durchschnitt von 35 Stundenkilometer, obwohl es über die Bundesstraße ging und noch 145 Kilometer im Akku. Das entspricht 80% bei mir hier. Rödelt immer noch fröhlich. Warum 35 Kilometer Durchschnitt? Naja, die Bundesstraße, das ist alles da 60 und 70. Jetzt ganz kleines Stück nur mit 100. Und ja, ansonsten ist es halt Stadt, Stop and Go. Und jetzt hole ich hier schnell noch was in der Tankstelle, was es oftmals nur in Tankstellen gibt. Und zwar ganz eklige Zigaretten für meinen Vater. Und dann muss ich auch wieder rein in die Stadt und dann werde ich wahrscheinlich mal an der Waschanlage vorbeifahren. Auch wenn das Wetter das nicht gerade einlädt dazu, aber das Auto müsste mal sauber gemacht werden. Bevor die ein oder andere Frage kommt, warum ich die Ladekosten nicht nenne, das mache ich nicht, weil ich irgendetwas verheimlichen möchte oder sowas. Also heute Morgen habe ich kostenlos zum Beispiel bei Kaufland geladen, als ich dort eingekauft habe. Nein, das mache ich deshalb nicht, weil dieses Video hier einfach nur widerspiegeln soll, wie ich im Alltag klarkomme mit einem Elektroauto ohne eigene Lademöglichkeit. Die Ladekosten dabei, das ist ein ganz anderes Thema und darüber haben wir auch schon separate Videos gemacht. Das werde ich aber auch nochmal separat thematisieren. So, zurück zu Hause und wir gucken mal auf den Trip sozusagen. Restreichweite 98 Kilometer. Heute hier fahren 70,6 Kilometer, Durchschnittsgeschwindigkeit 35 Stundenkilometer, 2 Stunden 10 Minuten. Macht einen Akkustand von 57% bei
1 Grad Außentemperatur. Ich habe noch über 50% drin im Akku. Ich wüsste nicht, warum ich jetzt schon laden soll. Morgen habe ich auch noch mal eine längere Strecke. Morgen muss ich auch noch mal raus Richtung Schöneiche. Da wird es aber über Köpenick gehen und dann denke ich, werde ich da wieder irgendwo vielleicht das laden oder sowas. Aber mal gucken, wie das am Ende so ist. Heute war relativ unaufgeregt, wie gesagt, relativ leer losgefahren. Dann aufgeladen, die meine Strecken absolviert und meine Einkäufe erledigt. Es ist jetzt 11:30 und ja, bin jetzt durch für heute. Heute werde ich nicht mehr großartig wegfahren, es sei denn, es kommt noch irgendetwas Unvorhergesehenes. Aber dann würde das Video, dann wird das Video hier weitergehen. Ansonsten sehen wir uns morgen. Ich sage heute danke fürs Zuschauen und ja, freue mich, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet. Bis dann, ciao!